Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones and the Imperious Tomb oder die Legende der Kaiser ruft. Ich habe es gerade extra auf Englisch gesagt, weil sich dieser Kapitel The Imperious Tomb nennt. Wir sind angelangt in der Kaiserruft. Und Mayin geht mal wieder so sexy. Oh, Baby, komm, gib mir alles von dir. Komm, ich fackel. The Black Dragons know we're here. Gar nicht. Woher sollen die das wissen? Die Schlangen, die wissen, dass wir hier sind, hier. Eklig. Naja, die hat ja ihre Fackel. Wir können ja jetzt so ein Double-Fackel-Dings machen eigentlich, ne? Naja, egal. Wie gesagt, heute ist nämlich erst der 24. Part on. Aber, muss ich jetzt auch so gehen, oder... Ja, klar. Pass auf deinen Schritt auf und die fällt... Das hat sich falsch angehört. Und die fällt da jetzt irgendwie gerade so runter einfach. Was war das? Naja, wie gesagt, und ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen häufiger auf nochmal. Auch wenn heute erst der 24. Part on ist. Das wird jetzt der 26. sein. Aber es kann auch sein, dass dies der finale Part ist. Ich weiß es noch nicht. Ich denke aber mal nicht. Ich gehe einfach mal nur auf den Steinplatten, weil man hat... Wo kommt das her? Die Decke, die ist so voll heile. Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl, dass mir Ying gleich stirbt. Ich weiß nicht warum. Oh, Leute, irgendwas passiert doch mit dieser Drehorgel, wollte ich gerade sagen. Egal, ich gucke sie mir einfach mal an. Ja, ich habe was gedreht. Scheiße, ich habe was gedreht. Kacke, 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 kacke. Geh da drauf! Ah! Alter, zieh dich hoch! Alter, Leute, ich muss mal ganz kurz auf Pause drücken. Das überfordert mich gerade. Alter, ist das hardcore gerade. Ich lese das nochmal ganz kurz hier vor. The Imperious Tomb, Tomb of the First Emperor. Ja, ist übrigens eine ganz tolle Erklärung. Kaiserruft, Gruft des ersten Kaisers. Survived the deadly trials of the Order Sanctum. Open a passage into the heart of the tomb. Tomb Raider. Nein! Oh Gott. Ja. Bist du... Ja, guck doch das an. Die schleicht hier rum. Alter, was ist das für eine blöde Kuh? Und ich soll jetzt alleine rein, oder was? Beweg dein Hinterteil. Oh, Leute. Das wird, glaube ich, keinen Zucker schlecken. Überhaupt nicht. Warum auch immer habe ich so... Na! Kann er die nicht wegstecken? Ach nee, da verbrennt er sich ja das Unterhöschen. Kann ich da jetzt einfach springen und mit der... Aua! Hat mich ja gar nicht getroffen. Warum schreie ich eigentlich Aua? Oh Gott, ey, Leute, wie... Ich dachte gerade, wir brennen jetzt dauerhaft, ey. Da hätte ich aber irgendwen umgebracht. Oh Gott, ey. Heilige Maria. Ach, hier ist ein Brunnen. Toll. Ich glaube, ich habe ja noch... Bla, 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 bla. Alter, Leute. Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt? Warum haben wir wieder diese Fake-Flasche? Ja, genau. Tu mal wieder nur so, als wenn du es auffüllst. Ich hasse es. Ich hasse es. So, ich nehme gleich diesen... Dingsbums hier in der Hand. Der hat zwar gar nichts in der Hand gehabt gerade, aber egal. Blau, Schimmelkäse. Was läuft hier eigentlich rum und lässt mich alles alleine machen? Warum habe ich so ein schlechtes Gefühl? Ach, das ist schon wieder sowas mit Geräuschdings. Sonst würden auch hier keine Schädel liegen. Aber bestimmt tödliche Geräuschdingens. Scheiße. Ab wo fängt denn das an? Schlechtes Gefühl. Au, 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 au! Uah!
Holy Leute, was war denn das gerade? Und Leute, das ist schon wieder so ein Faktor, der bei mir... Halt, Maul, halt einfach die Fresse. Großen Frust erwecken kann. Was ist denn das für ein blödes Kackteil? Schon noch einmal nach hinten. Wisst ihr, Leute, stellt euch vor, das wäre jetzt auch noch Gas. Nein! Aua, die haben mir wehgetan. Ich bin doch schon oben. Hallo, ich bin schon oben. Muss ich nicht verstehen. Egal. Hier ist eine Kammer aufgegangen, ich weiß. Ganz schnell durch. Brenne ich wieder. Brenne ich nochmal oder auch nicht. Wiederholt sich alles, Leute, wiederholt sich alles. War jetzt auch nicht so schwer, muss ich sagen, bis jetzt. Aber trotzdem wiederholt sich alles und ist alles lästig. Macht's halt weg, will ich gar nicht sehen. Warum kann er da denn nicht gespeichert haben? Megan, hilf mir doch mal. Blöde Pute. Hier liegen doch gar nicht so viele Schädel, ey, Leute. Kann man die wenigstens weg... Klar. Nö, warum? Ich nicht verstehen. Spiegel der Träume? Oh Gott. Ich habe mich jetzt hier einfach durchgecheatet. Klar. Nicht, dass sowas nicht nochmal kommen kann, oder? Ich will mal wissen, was da oben drin ist. Brunnen. Oh Gott. Leute, das macht, das zerrt mir an den Nerven und wir müssen darüber. Ist doch einer Hose. Geht auch. Verdammte Scheiße, und ich glaube, wir müssen da gleich nochmal rüber zum Brunnen, nur so zur Info. Zieh den Scheißschalter. Was? Das Tür wurde aufgemacht und das nicht, oder was? Okay, doch, das auch. Komm hoch. Oh Gott. Da drüben liegen Schädel und hier nicht, ne? Ist egal, Indy. Du hast es geschafft, lebendig. Einigermaßen. Ja, jetzt speicher doch endlich mal, du Kacklappen. Ist ja nett, dass du hier tolle Musik machen kannst. Ja, das war ein Speichernteil. Ich weiß es, weil da war schwarz und das war ein Speichernteil. Ey, du Dumme, jetzt kannst du laufen, oder was? Gott, wie die mich aufregt. Kommen doch gleich bestimmt irgendwelche. Ja!
Ach, richtige. Kommen die überhaupt her? Auch Leute, ich bin da... Ich kann das nicht mehr. Ich kann doch nicht mal richtig kämpfen mit dem in dem Spiel hier. Ich kann nur noch gegen Zombies kämpfen. Aber Mei Ying hilft ja mit. Die konnte ja ganz gut kämpfen. Aber irgendwie, Alter, Leute, warum tötet die die schneller mit ihrer Faust, als ich die überhaupt nicht mit dem Teil hier töte? So, und viel dazu, ne? Qui-Gomina, deine Oma-Ma, ich gehe zum Spiegel. Tatara-tatata. Da kann Mei-Ying mir jetzt nicht helfen. Nein, ich laufe da auch noch voll hin. Ach, Zombie schon wieder, scheiße. Wie gesagt, Mei-Ying kann mir da jetzt eigentlich nicht helfen. Nein, bleib weg. Usa. Ihn umgebracht. Hallo, Geist. Ich weiß, dass ich dich nicht getötet habe. Oder habe ich dich getötet? Ja, ich habe wohl getötet. Nein, habe ich nicht. Gut, jetzt ist er tot. Ja, nein, ich... Nein, mein Hut. Ich will wieder zurück. Da liegt doch noch mein Hut. Ich kann den doch nicht da lassen. Leute. Wenn der Part jetzt ein bisschen Überlänge kriegt, ist egal. Es sind jetzt gerade mal 11 Minuten und 35 und 7 Sekunden. Weil ich habe ja die Stoppuhr noch auf meinem Handy. Hat ja schon mal gesagt. Ich habe mich mit dem Teil nämlich noch nicht auseinandergesetzt. Okay, wollte er wohl sterben, so, oder? Ich weiß jetzt auch nicht. Keine Ahnung. Stirb einfach! Alter, der wieder blockt einfach mit seiner blöden Klinge da. Komm, Qui-Gomina! Alter! Verarsch mich nicht! Ich glaube, Mei Ying hat mich gerade gekickt, oder? Alter, Mei Ying, jetzt lattert! Blödes Mistviech! Oh, Alter, was für eine Blöde ist das denn? Ja, ist okay. Ist eine Tür aufgegangen. Hier hat mir gerade einer geschrieben. Und wisst ihr, wer mir geschrieben hat? Die Fantasy Dream Sun, ja? Ist übrigens doch weiblichem Geschlechts. Und die hat mir gerade geschrieben. Irgendwas, keine Ahnung, mit witzig. Irgendwas weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall... hätte ich das wahrscheinlich gar nicht sagen sollen. Jetzt kriege ich wieder Aua auf den Kopf. Weil ich habe da jetzt voll Angst vor. Bis da. Ach nee, da ist ja noch einer. Das ist ja... Nein. Okay. Bleib mal stehen. Ich möchte dich gerne töten. Kann der das auch anzeigen? Ach, der kann das auch anzeigen. Ich dachte, das können nur diese blöden... Ja, ich dachte, das kann... Oh, das kann nur diese blöde Kacke anzeigen, von wegen dieser komischen Lampe da. Warum auch immer wir die nicht mitgenommen haben. Wir haben ja jetzt im Spiel, die hat er wahrscheinlich weggeworfen oder in seinen Schuh gesteckt. Ja, jetzt, ja, ja. Der letzte blockt immer ab, jetzt läuft das schon genau so wie gerade. Gehst hier auf Frauen los, traust du dich oder was? Ey, Mei Ying kickt mir immer ins Face, ey. Alter, lass das sein. Nimm das Teil. Ja, ich weiß schon. Sollte das deswegen ja auch nehmen. Ganz doof übrigens, dass wir mit der rechten Hand normal schlagen. Ich finde das... Mei Ying, du kannst da nichts anrichten. Ah, natürlich doch. Die kann die auch töten ohne das Messer, ne? Dieser Typ. Und ich habe mir ihn getroffen aus Versehen. Ich will doch noch gar nicht. Lass mich doch mal. Aber Leute, wisst ihr was?
Wisst ihr was? Ich bin gerade sprachlos, warum auch immer. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Nicht, ja klar, rutsch da hin, wenn das andere Teil vor dir liegt. Du bist so ein Genie, Indy, du bist so ein Genie. Ich nehme jetzt mal wieder diesen scheiß Spiegel hier in der Hand. Müssen wir rollen jetzt. Da drauf. Da drauf. Jetzt einfach rüberspringen. Ey, ganz ehrlich, habt ihr gerade gesehen, wie mich das Teil mitgeschoben hat? Okay, ich reg mich jetzt auch nicht so auf. Habe ich ja schon mal gesagt. Aber trotz allem fühle ich mich verarscht. Den will ich als erstes erschießen. Ich mache Selbstmord. I believe I can selbstmordere ich mich. Das war unnötig, ne? Aber mein Hut liegt ja noch. Ach toll, ich fall durch den Boden, aber mein Hut nicht. Da sieht er mal wieder was, ne? Der Hut ist einfach meine bessere Seite. Muss ich einfach neidlos zugeben. Das macht die immer. Oh ja. Aber der blockt auch echt alle Schüsse ab, dieser ägyptische Kacklappen. Okay, es ist ein chinesischer Kacklappen, ne? Alter, Mei Ying, jetzt lass mich den doch mal umbringen. Das ist so eine Blöde. Sieht ihr nicht, dass ich den hier gerade am Wickel hab, oder was? Ich hau dir hier gleich ins Gesicht, Mei Ying. In your face. Oh, geh doch aus dem Weg. Wisst ihr, Leute, das finde ich ein bisschen scheiße. Dass Mei Ying uns hier auch verletzen kann. Das finde ich echt Mistkuchen. Ja, jetzt geh nicht da gleich rüber. Hier, füll erstmal. Da ist ja noch einer. Wo? Wo? Nein, ich möchte da noch nicht gerne rein. Gott. Okay, Leute, jetzt wissen wir ja Bescheid. Wir dürfen da nur so und so weit. Und da nur so und so weit. Und da das und die das und die blubs und blublubs. Und ich quatsch wieder absolute Scheiße. So, herzlich willkommen. So weit waren wir nämlich noch nie. Leute, warum habe ich schon wieder das schlechte Gefühl, dass diese Platten am besten noch gleich verschwinden? Oh Gott, ey. Ich dachte, wir können da hoch und ich dachte, jetzt sterben wir wieder. Hallo, ich. Weil doch ihr auch. Ihr spielt ja mit mir, wisst ihr? Ihr seid ja ich. Meine bessere Hälfte. Leute, okay, das war jetzt echt scheiße. Das war jetzt echt scheiße. Ich wollte echt nur von dem Sims runter und hab eh geklickt. Das war jetzt echt scheiße. Das muss ich echt sagen. Und du, lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Ich hau dir mit deinem... Alter, Leute, dies mit dem Kämpfen, das ist auch so scheiße hier. Ja, dann bring ihn doch einfach um. Technologies? Das wäre jetzt noch, wenn ein Trademark dahinter gesteckt hätte. Bring ihn doch verdammt nochmal um jetzt. Ja, klar, steh erst auf, mach doch noch langsamer. Ja, genau, Mei Ying, kümmere du dich um den, ich kümmere mich um den Geist. Ey, Mei Ying, ganz ehrlich, geh doch mal aus dem Weg, du kannst den nicht umbringen so. Oh, der ist so runtergefallen, toll.
Ich dachte, der Geist war jetzt auch mit ab. Alter, lass das doch. Warum gehst du immer schon in den Raum rein? Ich hab da überhaupt keinen Bock zu gerade. Wisst ihr, sowas ist das, was mich denn reizt. Was mich reizt und was mich... Leberwurstbrot. Ich weiß, normalerweise hätte ich jetzt Blauschimmelkäse sagen müssen. Aber wir können ja mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ne? In die alte Backstube hier. Gott. Ich warte lieber noch einmal. Ja, ist klar. Ey, Leute, langsam reicht's mir hier. Ja, even that. Langsam reicht's mir hier. Wir sind jetzt bei 21 Minuten angekommen. Und langsam reicht's mir hier. Immer wieder von neu. Immer wieder von neu. Das ist was, was mich an diesem Scheißspiel aufregt. Ja, Mei-Ying, dann kümmert dich auch um diesen verdammten Arsch. Komm, ich schubs dich da runter. Lebendig, wenn es sein muss. Lebendig. Nee, klar, lebendig geht ja nicht. Das war schon? Ah, ich habe sie gleich mit einmal gekriegt oder sowas. Das ist ja lustig. Toll. Jetzt habe ich gar kein Leben verloren und die Feldflasche... Okay, Leute, einfach merken. Bei den Stacheln da im Boden ist nicht so schlimm, aber bei den Mauern einfach merken. Konzentrieren. So, und hier jetzt stehen bleiben. Den Spiegel wegpacken, dann sehe ich sie wieder nicht, ne? So, Leute, wir können ja auch nicht langsam gehen. Ganz vorsichtig in die. Aua. So, und verdammt nochmal, was soll ich denn jetzt gleich drücken, damit ich da richtig auf dem Teil lande? Alter! Leute, das ist was, was ich so verdammt scheiße an diesem Spiel finde. So verdammt verbuggt und scheiße. Und übrigens, dann regt mich auch alles auf, ihr Grunekeife. Diese Arschlöcher hier. Ja, Mei-Ying, da bring ihn doch um. Nerv langsam, Mädchen. Aber gleich schon wieder schnell geschafft. Aber Leute, wir gehen erstmal wieder zum Brunnen, um da ein bisschen flüssigen Blauschimmelkäse zu tanken. Damit wir dann wieder mit drin haben, den BKS, wisst ihr? Egal, nicht den BSK. BKS ist Schlüsselfirma oder sowas. Nee, die wollen wir nicht drin haben. Mit auf jeden Fall hier wieder diesen scheiß Spiegel. Gott, das war knapp. Und jetzt nochmal. Wisst ihr, Leute, ich habe einfach A geklickt. Das heißt, ich bin einfach weitergegangen und deswegen ist er da runtergekracht. Wahrscheinlich würde mir jetzt Lukas Arzt, die es ja, glaube ich, gar nicht mehr gibt, ne? Würde mir jetzt wahrscheinlich sagen, ach nee, Mann, Sashimi. Du musst, also, ne, das würden sie auch so sagen. E drücken, dass du da einfach runterdingst. Klar. Was für ein dummer Scheiß ist denn das? Leute, ich komme verdammt nicht auf diese Fliese da unten. Ich mein's ernst.
Ich komme nicht auf diese Fliese. Was soll denn das? Ja, klar, ist klar. Lass es doch sein. Mal jetzt, Ming, jetzt mach auch was. Es nervt langsam. Du sollst den umbringen, nicht mir nachlaufen. Alter, jetzt... Jetzt bring ihn doch um, ey. Nein, ey, Leute, werft ihn doch, du scheiß Arsch. Alter, ja, dann geht er wieder auf Meiying, ist klar. Ist ja, wie Indy dann einfach voll auf Meiying drauf geht. Ich hau voll auf den drauf, aber die macht das nichts. Wieder dieses verbuggte Game, ey. Und Leute, es wäre wirklich freundlich. Ich bitte ja selten um was. Ja, ein Death Counter wäre hier auch wieder sehr angebracht. Aber wo ich auch vielleicht drum bitte ist, wenn jemand weiß, wie man das machen soll, dann sagt es mir. Ich habe nämlich ehrlich keine Ahnung. Boah, das war knapp wieder. Leute, das ist nicht einfach. Nur so zur Info. Gott. Und wir gucken uns hier jetzt gleich einfach nochmal richtig um. Nach da, Indy. Nach da. Danke. Immer wieder diese verdammte Scheiße, Leute. Immer wieder fliegt der da runter. Wie gesagt, ich versuche mich da loszulassen, dass der auf dieser scheiß abgefuckten Fliese landet. Und nein, er landet nicht drauf. Ich hasse es. Ich hasse dieses Scheißspiel. Es ist einfach scheiße, aber wie? Leute, ja, ich habe euch jetzt mitgenommen wieder ins Menü, weil ich das Level beendet habe. Habe ich jetzt auch gerade vergessen, vollkommen. Egal, wir sind hier im Menü und nächstes Mal versuchen wir das einfach nochmal. Bis denne.